Raven Alpha 18 der 33. Folge und wir sind im System des Barons. Bevor wir den anfunken, habe ich noch einen ganz heißen Tipp bekommen, nämlich unser Team 9, die ganzen Geschütze hier haben, die bewegen sich mal bitte alle hier hin und wir können hier die gelbe, der gelbe Balken sagt an, wie die Akkus sind. Und wir sollten damit in der Lage sein, die einzeln aufzuladen. Aufladen, genau. Wir können hier sagen, ladet mal eure Sachen auf. Und bei dem können wir auch sagen, aufladen. Und dann sind sie wieder. Und das Ding hier, Abwehrkanone in Betrieb, können wir die reparieren. Wahrscheinlich ist das abbauen und aufheben. Reparieren, jawohl, wir können die auch reparieren. Großartig. So, dann sind sie wieder einsatzbereit, wenn wir das erledigt haben. Einmal machen wir hier Direktbefehl aus. Dann machen wir hier Direktbefehl aus. Genau, und jetzt wird diese Kanone auch noch repariert. Und dann haben wir wieder eine Verteidigung in unserer Killzone. Danke Damn Dan, der diesen Kommentar geschrieben hat, für den Hinweis. Hier kommen jetzt die Leute, die mit uns handeln wollen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben ein paar Leute auf der Krankenstation und ich würde jetzt mal ein Away-Team zusammenstellen aus Garibaldi. Londo, Molario und Perry Roden müssen mal zu Hause bleiben, glaube ich. Couch-Veteran, Emmy Noether und hat Dana Scully schon Waffen? Jawoll! Dann also Emmy Noether, Couch-Veteran, Garibaldi und Dana Scully. Direktbefehl, zack. Einmal einsteigen bitte und dann gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Das ist ein Schiff mit Robotern. Ah, da könnten natürlich, da könnte das natürlich sehr eng werden. Okay, wir haben Jägerunterstützung. Da kommen, genau, da wird schon von dem Jäger auf die Feindbots geschossen. Sehr gut. Jawohl. Sehr schön. Jetzt werden die Feindbots dort reduziert. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Lieber Jäger, komm mal hier hin. So, da wollte ich nicht hin. Wir sind da und wir machen jetzt andocken hier und gucken mal, was sich hier drin befindet. Ich meine, ich weiß schon, was sich da drin befindet. Da drin werden sich Roboter befinden. Und dann werden wir uns gleich mal dem Baron vornehmen. Oder was heißt dem Baron vornehmen? Wir werden da mal Hallo sagen und wirklich anfunken. So, jetzt alle mal bitte auf diesen Roboter schießen. Wir sind alle noch fit. Wir können einen Hit vertragen. Okay, wir haben ein bisschen was abbekommen. Wir gehen jetzt hier hin. Den einen Feindbot haben wir überlebt. Couch-Veteran. Sehr gut. Da haben wir... Ah, und da hinten, und da hinten kommen noch mehr, kommen sehr, sehr viele mehr. Und wir gucken alle in diese Richtung. Und wir schießen auf den Schimpansen. Okay, da haben wir was getroffen. Okay, wir sind, wir sind low, was Health angeht. Alle mal... Oh, Couch-Veteran ist getroffen. Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen. Also einmal hier aufheben. Sehr gut. Und jetzt alle Mann ins Shuttle. Okay. Da sind sehr viele Roboter drin. Wir hätten dort nicht mit so wenigen Leuten rein sollen. Perry Roden, Londo Molari ist wieder ein bisschen geheilt. Flo und Frau Höhne... Übergehen, schlafen.
Londo Molari und Perry Roden übergehen schlafen. Ihr müsst euch erholen. Hier haben wir ein rauchendes Gedöns. Direktbefehl aufheben. Garibaldi, Direktbefehl einmal Couch-Veteran aufheben. Super. Und dann einmal welcher Weg ist der kürzeste? Na, dann bringen wir dich mal nach hier. Es ist schon ein Stück, aber ja. Da sind viele fiese Roboter drin gewesen. Das war nicht gut. Wir haben uns ganz schön Verletzungen zugezogen. Aber, Londo Molari, du sollst... Du arbeitest. Direktbefehl einmal auf die Krankenstation, weil wir brauchen dich gleich. Ja. Hier wird hoffentlich... Ja, Umgebung Rauch. Hier ist ein Gaswäscher, der zieht hier den Rauch auch wieder raus, hoffentlich. Handel ist abgeschlossen mit denen. Können wir hier mit denen noch mehr handeln? Ich glaube fast nicht. Wir haben den schon alle Biomasse, die wir hatten, angedreht. Mit denen haben wir gehandelt, mit den Androiden. Da haben wir vor nicht allzu langer Zeit gehandelt. Dann würde ich euch mal sagen, wir grüßen die hier mal. Und gucken mal, was dabei rauskommt, wenn wir die einfach grüßen. Wir müssen uns jetzt erstmal gucken, wie... So, du sprichst jetzt mit der Handelsföderation. Okay. Missionen anzeigen. Okay, nee. Verhandeln. Genehmigung, Schiff zu betreten. Wir lehnen ab. Okay. Angebot. Kleines Geschenk. Geschenk sind 2000 Credits und 2 Optronik-Bauteile. Ich muss jetzt mit dem verabschieden. Ich muss jetzt mit dem Baron. Das ist ein schönes Handelszentrum, aber ansonsten Androiden-Kollektiv ruft an. Die brauchen 3 Energieschrott für 400. Ja, könnt ihr haben. Das ist richtig viel Kohle. Ja, wir müssen uns jetzt dieses Schiff hier vornehmen. Das ist ein netter Handelspartner. Da kehren wir nochmal hin zurück und machen dem vielleicht ein paar Angebote. Aber im Moment können wir uns das noch nicht leisten. Garibaldi, Direktbefehl aufgehoben. Du kannst mal dich erholen. Frau Höhne und Flo schlafen. Die anderen beiden auch. Wir machen mal ein bisschen schneller. Und Couch-Veteran liegt da. Okay, Frau Nöter, Direktbefehl, einmal Couch-Veteran aufheben. Warum ist der nicht auf der Krankenstation? So. Okay, unser Away-Team sollte jetzt soweit sein. Frau Höhne, Flo, Gucki und nicht Londo Molari. Flo, Frau Höhne, John Marshall? Nee, Perry Roden, London. Ah, die wollte ich gerne. Wir gehen jetzt auch wieder mal nur mit 4 rein und schießen mal von Weitem. Weil die beiden Laufbots haben wir erledigt und ich hoffe, dass wir jetzt trotz aller widrigen Umstände mit 4 klarkommen. Mit 4 Leuten, die schießen. Was ist hier los? Achso. Da... Oh, da sind noch mehr. Haben die sich wieder regeneriert? Und noch einmal. Jawohl, sehr gut. Da haben wir den Schimpansen erledigt.
Sehr gut. Wir sind noch gut aufgestellt und da kommt wieder ein... Qualität der Waffe wurde verringert. Ja. Okay, und jetzt auf den hier schießen. Das Feuer voll eröffnen. Okay. Hitpoints haben wir einige verloren, aber das sollte jetzt dazu führen, dass wir die hier alle platt kriegen. Niemand ist Gefahr zu sterben. Okay, Perry Roden ist wirklich low, aber... noch nicht lebensbedrohlich. Okay. Haben wir jetzt alle. Ich hoffe. Das müssten alle gewesen sein. Und jetzt müssen wir nur hier einmal rein und dann kommen hier keine neuen Feindbots mehr. Und dann können wir dieses Schiff hier endlich auch auseinandernehmen. Ja, unser Jäger schießt jetzt hier die... Ach, da ist noch einer. Oh Gott, Perry Roden ist ganz vorne. Alle Mann einmal hier rein. Und alle auf den da schießen. Sehr schön. Alle abwählen. Gut, wir nehmen jetzt dieses Schiff hier. Zurücklassen. Und wir nehmen alles, was drauf ist. Und wir nehmen es auseinander. Und los geht's. Nicht mehr direkt befehligt. Ja, jetzt sollte das einigermaßen rundlaufen. Wir haben jetzt hier noch sehr, sehr viel Platz. Wir haben eine Werkbank, wo die Knarren repariert werden können. Die steht hier vorne. Das wird dann auch langsam erfolgen. Ja, es ist ganz gut. Und Leute nutzen die Schlafzimmer, das gefällt mir auch. Und wir können jetzt hier auch nochmal so ein bisschen überlegen, wie wir hier Dinge umgestalten. Dass dieses Pult da ist, gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier könnte das Industrieteil hin, weil wo soll es sonst hin? Und es blockiert hier so ein bisschen Türen. Ich glaube, es ist an der Zeit. Was haben wir da drin? Wir haben Hüllenblöcke und Infrastrukturblöcke. Genau, das ist das, was wir hier hinsetzen. So. So, die Androiden haben uns verlassen. Das ist okay. Wir strukturieren hier noch ein bisschen was um. Dieses Pult bleibt dort stehen. Hier machen wir Höhlenblöcke, falls weniger als 5 und Infrastrukturblöcke, falls weniger als 6. Stelle du Infrastrukturblöcke her. Und hier neben wäre sogar noch Platz für ein Lager. Dass wir hier hinstellen könnten für Dinge, aber es ist jetzt auch näher hier hinten an dem Industriebereich dran. Das heißt, die Wege da sollten auch kürzer werden und hier vorne haben wir ein bisschen Platz gewonnen. Hier könnte auch das Waffenpult hin beispielsweise oder hier hin, hier neben. Da ist auch noch Platz genug für so eine Geschichten. Hier könnten wir noch einen Kapselhangar hinsetzen für einen zweiten Jäger. Gepanzerte Weste haben wir erforscht. Das ist mega gut. Herstellen. Gepanzerte Weste. Gib mir 10. Und dann können wir bei allen anderen, die hier hinten sind, auf jeden Fall Schutz. Kugelsichere Weste. Die kriegen jetzt erstmal alle eine kugelsichere Weste, während die anderen alle gepanzerte Westen anziehen. Kugelsichere Weste. Fox Mulder kann eine Pistole. Ivanova, kugelsichere Weste. Max und Moritz, kugelsichere Weste. Hier, kugelsichere Weste. 5-7er. Oh, du könntest Platz leeren. Du könntest eine MP tragen. Und Talia Winters, kugelsichere Weste. Eintreffende Schiffe, nächster Zug. Handelsföderation. Oh, Leute, mit denen wir Handel treiben können. Ihr wechselt auf gepanzerte Westen. Jawohl. Die ganzen Away-Teams wechseln auf gepanzerte Westen, sobald wir welche gebaut haben. Ah.
Das gibt uns doch noch ein gutes Gefühl der Sicherheit, sage ich jetzt mal. Ja. Und, Gewebe reicht nicht aus. Und wir haben hier Handelspartner. Haben wir mit euch schon mal gehandelt? Keine Missionen. Ich kann euch keine Biomasse verticken. Es könnte sein, dass ich mit euch schon mal gehandelt habe. Ihr nehmt Energiezellen. Ich glaube, ich habe mit euch gehandelt. Ich brauche Kohlenstoff schon wieder. Das heißt, ich kaufe mal Kohlenstoff. Ich habe genug Geld. Ja, habe ich tatsächlich. Gewebe habe ich euch verkauft, aber ich werde demnächst wieder Gewebe herstellen. Gut. Hier, Handel. Höhlenschrott könnte ich verkaufen. Ich könnte Weichblöcke verkaufen. Ich verkaufe mal Weichblöcke. Hier hätten wir auch nochmal Kohlenstoff, aber für 92 finde ich es ein bisschen teuer. Infusionsflüssigkeit ist reduziert. Würde ich mal 2 kaufen einfach, weil sie im Angebot ist. Ja, von dem Kleinen hier hinten. Handel, ja, wir haben, wenn wir keine Biomasse verkaufen können, haben wir die bestimmt schon mal getroffen. Ja, wie sieht es mit Chemierohstoff aus? Da haben wir noch genug. Gut, gut. Ja. Okay. Hier hinten, das Schiff haben wir auch auseinandergebaut. Mit dem Baron müssen wir jetzt, glaube ich, keinen Handel mehr treiben, groß. Wir haben hier ein bisschen umstrukturiert. Wir haben gepanzerte Westen erforscht. Was ist das nächste? Laserwaffen werden erforscht. Es dauert nicht mehr lange. Hamsterflugbot. Schimpanse-Laufbot. Wofür brauchen wir die? Die brauchen wir für... Ah, die brauchen wir hierfür, dass wir Feindbot-Architektur erforscht bekommen. Und dann können wir Kryostase-Tank 2. Das ist wichtig, dass wir diese Sachen erforscht bekommen, weil Kryostase-Tank 2 spart unglaublich Platz auf dem Schiff. Und das würde ich gerne machen wollen. Weil Kryostase-Tank 1 ist halt dann nur ein so ein Tank. Handelsföderation, was braucht ihr? Sehr grüße, bei ein paar Ressourcen knapp geworden, wärst du bereit, uns zu helfen. Sie brauchen 3 Energiezellen für 2300. Ja. Ja, das machen wir mal. Für 2300 können wir euch 3 Energiezellen verticken. Das ist kein Thema. Wir hatten eben noch 10, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Wir hatten 10 eben, jetzt sind es noch 7. Wir stellen schon wieder welche her. Wir haben noch ein bisschen Energium, wenn auch nicht so mega viel. Wir können nochmal hier gucken, bei Handel, Energium 244. Oh, oh. Möchte ich vielleicht ein bisschen Hyperium verkaufen? Eigentlich nicht. Weichblöcke, kein guter Preis. Früchte sind wir niedrig. Wurzelgemüse 35. Eieieiei, da machen wir mal. Wir verkaufen mal 5. 5? Wir können mehr als 5 Wurzelgemüse verkaufen. Das ist auch spannend. Wir verkaufen mal Wurzelgemüse und kaufen dafür Energiestäbe, die im Angebot sind. 9 Stück. Ja, Energiezellen wären auch im Angebot hier. Aber so ist das jetzt. Ja, gut. Und wir nehmen irgendwo hier mal Gemüse raus. Einmal Wurzelgemüse raus und wir pflanzen dort Früchte an. Und da sind die auch schon wieder weggesprungen. Gut, jetzt müssen wir nur noch hier den Handel vollführen und dann haben wir das auch. Und dann können wir uns auch hier weiter umgucken. Genau, das haben wir abgebaut. Der Baron, unser Verhältnis muss erst ein bisschen besser werden. Aber ich habe jetzt keinen Bock in so einer Phase, wo wir uns gerade stabilisiert haben, quasi, ja, alles Mögliche wegzuwuppen, was wir uns verdient haben an Geld und Devisen und so weiter und so fort. So, dann springen wir mal in diesen Sektor hier wieder rüber. Da waren doch auch noch schöne Sachen. Da waren auch Piraten, wenn mich nicht alles täuschte. Hier unten sind Zivilisten. Wollen wir mit denen mal handeln? Ja, lass uns nochmal hier bei den Zivilisten gucken. Und da haben wir auch noch ein, ja, irgendein Schiff. Missionen, Gegenstände bergen aus der Kamakaze,
Missionen, Gegenstände werden aus der Kamikaze eine Leiche und wir kriegen, oh, das ist gut, oder Energium und Energiezellen. Wir haben gerade Metalle, das heißt, wir nehmen Energium und Energiezellen. Annehmen. Und wir gehen jetzt hier drauf. Feindbots werden sich nähern. Wir haben einen Jäger. Das kriegen wir hin. Ach, ich habe nicht geguckt, wie fit unsere Away-Teams sind. Ich stelle mal wieder eins zusammen. Gucci Garibaldi, Couch-Veteran Emmy Noether, Direktbefehl einsteigen. Flo, Frau Höhne, Dana Scully, John Marshall. Direktbefehl einsteigen. Wir machen das diesmal wieder mit zwei Teams. So. Und wir gehen hier an der Seite rein. Andocken oder da vorne. Wir gehen hier vorne rein. Da und das Schiff nach da. Und dann schauen wir mal, ob keiner guckt. So. Wupp und wupp. Und einmal hier ein bisschen vorrücken und einmal da ein bisschen vorrücken. Sieht sehr friedlich aus. Haben wir da überhaupt? Wir haben Aliens. Oh ja. Wir haben Aliens. Sehr schön. Das ist ja fast Trainingsschießen. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Und wie es scheint, ist da... Doch, da ist eine Tür. Sehr gut. Machen wir erst hier die Tür auf. Dann diese Tür. Und dann platzieren wir uns hier und schießen in diesen Raum rein. Oh, die Roboter setzen auf dem infizierten Schiff... setzen die Truppen ab. Das ist ja mal spannend. So, dann einmal hier reinpfeffern. So. Da können wir was aufheben. Und wir können darauf schießen. Sehr gut. Gut. Das haben wir erledigt. Oh, wir müssen hier hin. Da ist ein fliegender Windbeutel. So, dann einmal, ne, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir erstmal hier lang. Oh, wir haben nicht mehr so viel. Dann geht erstmal hier hin und holt euch Sausestoff. Bitte. Dann hier hin. Okay, das hat längst nicht für alle gereicht. So wie es aussieht. Okay, da ist nur ein Klo. Das heißt, wir gehen jetzt auf diese andere Seite. Ah, und da ist ein Roboter. Na, guck mal einer an. Direkt drauf schießen. Oh Gott. So. Einmal alle hier hin, bitte. Okay, wir sortieren mal durch. Dana Scully muss sowas von nach Hause. Dann John Marshall geht noch. John Marshall muss ich
Sauerstoff holen. Frau Höhne muss sich Sauerstoff holen. Flo muss sich hier Sauerstoff holen. Emmy Nöter muss ich Sauerstoff holen. Couch-Veteran muss ich Sauerstoff holen. Cookie muss ich Sauerstoff holen. Ja, Garibaldi ist quasi noch voll. Garibaldi kann mal hier hinten hingehen. Und Frau Höhne kann da mit hinterher. Und die haben jetzt auch Sauerstoff. Und ihr könnt damit hin. Sehr gut. Oh, alles klar. Alle abwählen. Dann können wir jetzt hier sagen, alles auswählen, transferieren. Wupp, 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 wupp. Und dann können wir die Missionen abschließen. Gegenstände bergen. Sehr, sehr schön. Ja. Es wird hier alles auseinandergebaut. Da drüben sind Luftschleusen. Ganz hervorragend. Da ist ein Lager voll. Sieht's aus? Ah ja, wir haben wieder Gewebe. Und da kriegen wir die Gegenstände für die Mission geliefert. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Großartig. Und so langsam habe ich hier innen drin meine komplette innere Struktur so aufgebaut, wie ich mir das gewünscht habe. Jetzt würde ich mal langsam sagen, wir machen hier Logistik aus. Von dem kleinen Ding, da sollen keine Energiestäbe mehr hingeliefert werden. Da werden wir nämlich, den werden wir jetzt leer laufen lassen und dann bauen wir hier einen zweiten X3-Generator hin. Oh, wir haben schon zwei Schilde. Wir haben zwei Punktverteidigungen. Ich würde fast sagen, irgendwann nochmal eine dritte Punktverteidigung wäre richtig geil. Und eine dritte Punktverteidigung könnte ganz hervorragend hier hinten hin. Da muss ich wieder... So, dann muss ich hier neue Fenster einziehen, weil wenn wir da jetzt gleich was erweitern, dann sind da auch die Fenster weg. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd. Und ich hätte hier gerne an der Küche weiter Fenster. Aber erstmal müssen hier Wände hin. Dann kann hier wieder ein... Nee, da kann kein Höhlenfenster mehr hin. Ha, lustig. Hier kann ein Höhlenfenster hin, neben die Tür. Interessant. Wir setzen mal da Höhlenfenster ein. Die Schiffe haben das verlassen. Okay. Hier kann noch eine Wand hin. Und dann können wir hier hinten eine Punktverteidigung hinsetzen. Tatsächlich. Systeme. Punktverteidigung. Dann haben wir drei Punktverteidigungen über das Schiff verteilt. Und so vorne, in der Mitte und hinten haben wir Punktverteidigungen. Und das sollte uns auf jeden Fall vor Asteroiden und vor Feindbots und so weiter und so fort sehr, sehr gut schützen. Wie viel Zeug haben wir noch? 0,7 Energiestäbe sind in der kleinen Dings drin. Sehr gut. Ja, die sind weggesprungen. Hier müssen wir noch ein bisschen was raus auseinandernehmen. Ja, dann ist das, das mit dem Baron war jetzt sehr, sehr unspektakulär. Ich hätte gedacht, dass man da noch irgendwie mit Kontakt aufnehmen kann oder keine Ahnung. Aber war halt nicht der Fall. Es war ein bisschen blöd. Bisschen schade. Laserpistole und Lasergewehr. Uiuiuiuiui. Wir können herstellen Lasergewehr. Ah, Plastik, Metall und Energiezellen. Wir machen mal drei Lasergewehre. Gucken, wer ein Lasergewehr tragen könnte. Okay, Garibaldi könnte ein Lasergewehr tragen. Gookie könnte Sturmgewehr tragen. Londo kann Sturmgewehr tragen, hat er auch schon. Perry Roden kann Couch-Veteran kann nur Londo... Okay, Sturmgewehr, Flo, auch, Frau Höhne, auch, Dana Scully, nur MP, Sturmgewehr. Garibaldi ist der Einzige, der einen Laser tragen kann. Okay, dann können wir ja hier sagen, er soll mal zwei Lasergewehre herstellen, damit wir noch eins, nee, komm, so viele Ressourcen haben wir jetzt auch nicht über, dann müssen wir nur ein Lasergewehr herstellen.
Und dann haben wir es. Ja. Ressourcenreichlich aus Schrott eines Hamsters. Okay, eintreffende Schiffe. Da kommt jetzt Androiden-Kollektiv. Mit denen haben wir bestimmt auch schon gehandelt. Bestimmt. Hier sind wir jetzt gleich fertig. Das heißt, dieses Ding hier demontieren wir. Und dann bauen wir hier aus. Das nächstbessere Ding, nämlich bei Strom, nehmen wir jetzt hier einen X3, den wir so hinsetzen. Zack, boom. Und dazwischen kommt ein stehender Thermostat auf die Erde vor dieses Fenster. Jawohl. Und dann haben wir hier 2 X3. Das gefällt mir. Für Stromversorgung ist das eine super, super Sache. Und jetzt gleich können wir noch Handel treiben mit den Androiden. Sollten wir auch. Ja. Handel kennen wir. Und sie rufen direkt an. Erstmal kriegt ihr Biomasse aufs Auge gedrückt. Wasser habt ihr im Angebot. Ansonsten brauchen wir unedle Metalle eigentlich nicht. Wollen wir Schrott kaufen? Eigentlich auch nicht. Wollen wir Energium kaufen? Eigentlich auch nicht. 1, dass wir so kostenneutral bleiben. Dann gehen wir mal ans Telefon, was ihr wollt. Sind ein paar Ressourcen knapp geworden. Sie benötigen 3 Stahlplatten für 1000 Credits. Ja, das kriegen wir hin. Das können wir euch verticken, ist kein Thema. Wir haben hier ganz frische, feine Biomasse, die wir euch verkaufen. Dann kaufen wir eine Stahlplatte zurück. Energium habe ich eben schon gekauft. Jetzt machen wir noch Handel mit denen hier und da verticken wir auch frische Biomasse. Und ansonsten erstmal gar nichts. Gepanzerte Westen sind da. Das ist sehr gut. Will ich Energium kaufen? Nein. Hüllenblöcke? Will ich Hüllenblöcke? Oh Gott, ich habe Hüllenblöcke. Alter, ich habe Hüllenblöcke. 46 Hüllenblöcke. Das gibt's doch nicht. 46 Hüllenblöcke? Ich brauche... So, das nehmen wir an. Dann gehen wir hier hin. Handel. Wir brauchen Kohlenstoff. Habt ihr Kohlenstoff? Nee, ihr habt keinen Kohlenstoff. Wollt ihr Hüllenblöcke kaufen? Ich habe nämlich Hüllenblöcke. Ich verkaufe euch mal 5 Hüllenblöcke und dem anderen Schiff, da würde ich auch nochmal sagen, braucht ihr vielleicht Hüllenblöcke? Ich habe hier nämlich Hüllenblöcke und ich kaufe nochmal 2 Energium und kriege trotzdem noch Geld raus. Habt ihr Kohlenstoff? Nein, habt ihr nicht. Okay, dann haben wir jetzt da einen Handel ausgemacht und die Shuttle fliegen hin und Ressourcen werden geteilt. Sehr, sehr gut. Und vor allem werden wir noch mehr Biomasse los. Und wie sieht das ja eigentlich hier aus? Kompost, da wird Biomasse kompostiert. Da wird Biomasse kompostiert. Ja. Und okay. Nächstes eintreffendes Schiff, Militärallianz. Ja, schön. Dann können wir vielleicht mit der Militärallianz auch noch handeln. Androidenkollektiv. Was wollt ihr? Ihr wollt Stahlplatten, richtig? 3 Stahlplatten für 1000 Credit. Ja, das ist könnt ihr haben. Wir haben Stahlplatten. Wir haben nicht so viel Kohlenstoff mehr, aber das klappt bestimmt noch. Wir konnten ein bisschen von unseren Hüllenblöcken verkaufen. Mein Gott. Ja, okay. Und mit Militärallianz werden wir dann auch nochmal handeln. Das Schiff hier haben wir schon auseinandergenommen, aber das passiert erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr da wart. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Like da, erwägt den Kanal zu abonnieren. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Teil der Crew werden wollt oder was ich noch besser anders und was ich bisher übersehen habe. Anscheinend übersehe ich eine Menge und ich lerne immer sehr, sehr viel durch konstruktive Kommentare. Da nehme ich immer gerne von. Also wenn euch was auffällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.